Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Modern Warfare Open Beta Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch die M13 zeigen. Ich habe wieder ein Klassensetup für euch vorbereitet. Wenn ihr das letzte Klassensetup nicht gesehen habt von der MP5, das verlinke ich euch jetzt oben in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ja, einfach ein paar Tipps holen, damit ihr auch vielleicht besser spielen könnt, wenn ihr vielleicht die Waffe auch noch nicht so gut eingestellt habt. Das alles, was ich euch zeige, ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung zu der Waffe und ja, ich springe einfach mal rein. So, also, dann gehen wir M13, spiele ich mit einer Sekundärpistole. Meine Extras sind Elite-Tempo, Geist und Aufdrehen. Meine Primär- und Taktikgranaten, also Splittergranate und Blendgranate, sind Standard eingestellt. Da könnt ihr natürlich alles auswählen, was ihr möchtet, so inwiefern ihr das auch freigeschalten habt. Und ja, springen wir direkt in die Waffe. Also, ich spiele diese Waffe mit Mündungsbremse, dann einmal mit Reflexvisier, dann haben wir hier einen gewinkelten Vordergriff, Magazinerweiterung und Fingerfertigkeit. Ich werde jetzt auf jedes einzelne mal drauf eingehen und euch sagen, wieso. Also, ich spiele die Mündungsbremse wegen der Rückstoßkontrolle, ist ganz klar. Die anderen habe ich auch noch Schalldämpfer drin, möchte ich aber nicht, weil man manchmal mit Schalldämpfer einfach mehrere Kugeln braucht, um den Gegner down zu kriegen. Dann Visier Reflex, weil ich einfach jetzt diesen Visier gewohnt bin. Und hier gibt es auch noch den, der ist auch nicht schlecht, den Rotpunktvisier, den kann man auch reinmachen. Ist Geschmackssache und Spielstil abhängig. So, dann gehen wir runter zum gewinkelten Vordergriff. Hier habe ich den gewinkelten Vordergriff ausgewählt wegen der horizontalen Rückstoßkontrolle und weil ich nicht viel auf dem Boden liege oder geduckt rumlaufe. Das meiste, was ich mache, ist einfach im Sprinten und ja, deswegen habe ich mich für den Griff entschieden und nicht für den. Dann Magazinerweiterung ist selbsterklärend, einfach nur mehr Magazin und ja, mehr Munition im Magazin so rum, damit ich halt einfach ein paar Doubles oder Triple Kills machen kann, ohne dass ich nachladen muss. Dann kommen wir gerade auf die Magazinerweiterung zu, Fingerfertigkeit, Training im schnelleren Nachladen unter Druck, also nachladen, ihr wisst Bescheid, muss man können. Oder muss schnell geschehen, wenn Gegner neben einem sind und deswegen Magazinerweiterung und Fingerfertigkeit geht Hand in Hand. Das ist eigentlich mein Klassensetup zu der M13. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir springen direkt in die Gameplays rein. Haut auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Ansonsten könnt ihr auch kostenlos abonnieren auf YouTube und auf Twitch, wie ihr Bock drauf habt. Ich bin immer wieder live on stream. Und ja, haut rein, habt noch einen schönen Tag und Peace. Wie gesagt, danach folgt auf jeden Fall noch ein Video auch auf dieser Map. Ein 17 Kills Gameplay, ganz gediegen, werde ich für euch schneiden. Und ja, starten wir direkt mal rein, gucken, ob wir ein paar Kills machen können. Ziel ausgeschaltet. Und wir haben versucht zu knocken. War jetzt nicht so klug. Und schnell hier rein. Drohne aktivieren. Und von dieser Seite laufen. So, das ist die Munitionskiste. Bisschen Ammo. Da wir eh schon wenig haben. Das Magazin voll. Ist gar nichts, kann man schön flankieren über diese Seite hier. Kobe! Wow! Sogar einen erwischt. Der Kobe ist real. So, wird jetzt erstmal über rechts laufen. Bevor ich mein Ding aktiviere. Wir haben hier mal so ein Stück defensiv. Keine Ahnung hier mit den Headglitchen. Verbündete Drohne in der Luft, starte über. Persönliches Radar ist bereit. Hier ist noch einer. Oder hier war einer. Versucht hinten rumzukommen. Einen habe ich. Sie verfolgen jemanden.
Oh shit, ich weiß nicht, wer mich gerettet hat. Boah, ein bisschen Ammo. Zwei Magazine, okay. Geht klar. Der läuft über links. So, das haben wir jetzt auch wieder. Der nice Double ist auch in the row. Jetzt sind wir richtig weak. Jetzt sind die hier richtig on fire. Schade, aber der war richtig mies. Ah, den haben wir sogar noch geholt. Okay, von was sind wir dann gestorben? Keine Ahnung. 14 Kills, wir sind der Erste auf dem Scoreboard. Ich aktiviere mal das Ding, guck mal, ob ich diesmal einen Kill hinkriege. Kappa. Ja, jetzt haben wir. Oh mein Gott, wie ich gerade verhemmt habe. Oh mein Gott. Persönliches Radar ist bereit. Kämpft als Einheit. Verdient euch den Sieg. Drohne bereit für Überflug. Sehr, sehr stark. Naja, wir haben trotzdem gewonnen. GG auf jeden Fall, 18 Kills. Die DM, wie ihr sehen könnt, geht nur bis 75. Sollten sie auf jeden Fall auf 100 erweitern. Nicht nur beim 10 gegen 10 Modus. Und ja, springen wir rüber zum nächsten Video. Die Map des Zorns. Auf geht's. Auf eine neue Schlacht. Let's go. Ich gehe diesmal, denke ich mal über rechts. Eigentlich gehe ich immer über links. Gucken wir mal, ob hier jemand oder hier jemand kommt. Keiner. Oh, wenn wir die von hier flankieren können. Oh, 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 oh. Was? Wie trifft er mich da durch? Okay. Ja gut. Das ist schon. Meistens treiben die sich ja hier drinnen ein. Auf. Double in the row. Haben wir auch. Der ist AFK, so wie es aussieht. Egal, Free Kills für mich. Ein persönliches Radar ist bereit zu eskorten. Ja, die. Zurück zur Basis zum Nachgang. Fast verhelmt. Aber Spawn Trapping ist real. Weil es kann ja nicht sein, dass man startet und gleich einen Gegner vor den Augen hat. Und guck mal, 200 IQ. Aber nice Double. Ich hab's getried. Drohne raus. 62 Kills. Was ist los? Dritter Platz mit 17 Kills, ist okay. Die Runde war ganz okay.